Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld Season 2 in Bergheim. Unsere Siedlung steht eigentlich ziemlich gut. Wir haben fast alles Wichtige fürs Erste gebaut. Was ich in der Folge jetzt auf jeden Fall machen will, ist diesen Händler erstellen. Moment, der ist hier bei Strom. Nein, Diverses, ja. Hier mit diesem orbitalen Funkfeuer, glaube ich, geht es, ja. Für orbitalen Handel. Du kannst nur Waren verkaufen, welche sich im Lagerbereich eines Funkfeuers befinden. Du kannst ihn, kann auch drinnen platziert werden. Na gut. Jetzt ist die Frage, wie wir das am schlausten machen. Was kostet der denn überhaupt? 50 Stahl und ein Bauteil ist okay. Das hier ist eine Funkanlage. Ich weiß nicht genau, wozu wir die dann brauchen, wenn wir Kontakt zu Händlern suchen. Aber wir bauen auf jeden Fall eine. Hier unten rein. Vielleicht hier. Braucht die einen Arbeitstisch? Nee, aber die braucht Strom. Dann weg von den Arbeitstischen. Vielleicht so. Ja. Nein. Ich möchte das bitte kopieren. Und noch eins hier hinbauen. Alles klar. Schauen wir, was wir noch verpasst haben. Die Startrampe. Eine Vorrichtung zum Betanken und Starten einer Kapsel. Startrampen können eine Gruppe von Kapseln gleichzeitig abschießen müssen, dafür aber nebeneinander gebaut werden. Okay. Hier ist eine Kapsel. Was kann das? Personen, Gegenstände oder Tiere transportieren. Einsetzbar für Gütertransport, Überraschungsangriffe oder zum Senden und Verteilen. Interessant. Geiles Zeug hier. Okay. Und Gang schläft noch. Größtenteils. Genau. Einer. Nee, wir legen uns nicht mit dem an. Ich habe kein Interesse. Wie geht's unseren Stahlvorräten? Es gibt keinen Stahl mehr und ich wundere mich. Okay. Hübsche Melone. Hat noch jemand zerrissene Kleidung? Ja, immer noch die drei üblichen Verdächtigen. I don't get it. Aber zieht euch an, wie ihr wollt. Scheint echt eine große Ader zu sein. Oh! Bindegewebe-Mechaniten für Heulsuse und Dock. Wo habt ihr die denn her? Okay. So, Doc, als erstes behandelst du mal Heulsuse. Bronny. So, wir brauchen Stahl auf jeden Fall in größeren Mengen. Ich glaube, ich setze wieder primär jemanden zum Transportieren ein. Ronny bestimmt nicht, den Doc auch nicht. Heulsuse, wer kocht denn zurzeit? Mannes. Kitty? Die arbeitet. Ja, aber Transport läuft irgendwie nicht so richtig. Oh! Warum? Ist das eine Behandlung? Nope. Okay, dann setzen wir die auf jeden Fall mal wieder auf Freizeit. Kennen wir ja schon. Beziehungsweise mindestens auf alles. Kitty und den Doc. Heulsuse, was ist mit dir los? Oh, war es gar nicht Kitty. Nope, es war Heulsuse. Die Mädels verwechsel ich immer. Dann so. So, ich frage mich, wo die her haben. Vielleicht von den Händlern, die hierher gekommen sind. Vielleicht können sich Krankheiten so übertragen. I don't know. Warum ist das nicht verbunden? Was ist mit dem Strom hier los? Ach, ich verstehe. Kein Wunder.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Entschuldigung, mehr. Sehr gut. Mehr Stahl. So viel wie möglich am besten. Es muss halt auch abgeholt werden, Leute. Morgen dann. Ich glaube, die bleibt eine ganze Weile, diese Infektion. Können wir wenig machen. Ich suche gerade nochmal Stahl, aber ich glaube wirklich, dass wir keinen mehr haben. Keinen offenen, jedenfalls klar in diesen Blöcken. Hier kann überall was sein. Das ist Stahl. So, jetzt zoome ich mal raus und mache. Nee, das geht nicht. Hier, orbitales Funkfeuer bauen. Habe ich noch nie benutzt. Mache ich vielleicht ein, wie sag ich's, um Kontakt mit zu einer anderen Fraktion aufzubauen. Okay. Dann mache ich vielleicht einen neuen Raum. Meinetwegen hier hinten, wo die ganzen Funksachen bearbeitet werden. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und dann kann man das da reinschieben. Okay, also jetzt zum Beispiel Kitty. Schön, wenn du ein Cowboy-Hut nähst, aber... Wenn du hier bist, mach doch mal... Ah, jetzt kann man hier die... Okay. Gut, wir sind hier, richtig. Ja, Bergheim. Das sind die berüchtigten Wiesel. Das ist die giftige Grippe. Gucken wir mal kurz nach den Fraktionen. Wow. Nur die Alada sind gut für uns noch. Und das sind die hier. Also kontaktieren wir doch mal die. Gucken wir einfach, was passiert. Okay. Geschenk anbieten, 300 Silber. Handelskarawane anfordern, kostet 1100 Silber. Okay, Verbindung trennen, alles klar. Das war die Kunstwerke. Ja, ich glaube, da... Setze ich vor euch auch nochmal zwei Skulpturen an. So, Stahl ist schon wieder am Ausgehen, denke ich mal. Fast. Links funktioniert die Stromversorgung hier unten jetzt. So, wir könnten mal... Kraftstoff aus Holz, ja. Und zwar bis du... 50 hast. Geht's in den Holzvorräten? Ich meine, wir haben die Generatoren oben auch am Laufen. Schaut euch das mal an. Wir brauchen auch neue Stromquellen. Definitiv. Definitiv neue Stromquellen. Die Sonnenfinsternis ist vorbei, oder? Ja. So, was mir gerade einfällt, was ich noch in einem anderen Let's Play gesehen habe und ich keine Ahnung, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und zwar, es gibt wohl die Möglichkeit... Braucht halt viel weniger. Stühle hier hinzustellen. Schauen wir mal, ob das sinnig ist oder nicht. So, jetzt wird das Zeug hier langsam eingesammelt. Wird auch Zeit. Okay, also wir könnten hier die offene Fläche zum Beispiel für den Händler benutzen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe die Schilder kaputt. Da drin ist tief gekühlt. Sind die Temperaturen schon so fies? Ja, sind sie. Wir könnten, wenn es konsequent ist, hier mal Strom sparen. Ich frage, ob es dann da drin zu warm werden könnte. Ich baue auf jeden Fall hier noch eine Lüftung rein. So weit, so gut. Noch definitiv noch ein Kalkstein. Ist das hier Kalkstein? Sandstein. Ich muss doch jetzt nicht irgendwie Kalkstein abbauen, nur um Kalkstein abzubauen.
könnten hier mal ein bisschen reinpressen, um zu gucken, ob wir auf eine Ader stoßen. Aber jetzt lassen wir erstmal noch Sachen einsammeln. Reaktivieren, reaktivieren. 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 Reaktivieren, okay. Okay. Nee, ich mach das definitiv da innen. Wir haben ja noch so viel Platz. Wie geht's den Infizierten? Der Gewebe, achso. Ich hoffe, das reicht jetzt, was die machen. Und sie ruhen sich ausreichend aus, aber ich weiß es echt nicht. Ist ja, ob die Stühle jetzt da was bringen. Soll man auf Bequemlichkeit achten, wenn die da am Arbeitsplatz stehen? Wir brauchen eine zweite Heizung hier drin auf jeden Fall. Ist ja übel kalt. Dahin, ja. Yep. Da kommt scheinbar niemand mehr zum Putzen. Wie gut wird denn die Qualität hier? Schäbig. Ha! Und dann landet es gleich hier, ja? Ich glaube, fast alles, was du gemacht hast, ist da gelandet. That sucks. So, jetzt gucken wir mal hier Bedürfnisse. Gab es da nicht Komfort? Ja. Mhm. Ja, ich glaube, es ist okay, wenn man da so einen Stuhl hinstellt. Arbeitsplatz der Schmiede hier, also kopieren dahin. Oh! Unsere Geist schon wieder, natürlich. So. Definitiv. Jemand anders in der Nähe. Ich glaube, sobald wir den angreifen sollten, die die noch an. Ja. Ist niemand in der Nähe, gell? Wo ist der Doc? Der schläft. Wo ist Brownie? Der ist hier unten. Das ist nun mal ein Timberwolf. Und der Doc mit seinen Schrotflinte hier hoch dazu kommen. Ah, schon erledigt. Mann ist... Okay, und zum Glück keine Treffer von denen hier. Oh, sorry, Mate, aber you're gonna die. I said you're gonna die. Doc, rette die Geist, alles klar, gut. Hm. Vielleicht mache ich das noch mit den Türen und ich öffne sie dann. Also zum Beispiel hier können wir auch eine Stahltür hinbauen. Dann kommen einfach keine Tiere rein. Hier könnten wir zumindest da eine Stahltür hinbauen. Dann müssen wir sie halt immer sofort jemand hinschicken, um das zu öffnen. Damit die sich nicht irgendeinen Platz aussuchen. Aber ich weiß auch nicht genau, ob die dann, wenn die sich darauf dann fixiert haben, eine Stahlwand zu zerstören... Ob sie das dann nicht trotzdem weiter durchziehen, auch wenn ich da eine Tür öffne. Alles klar. Großhändler, yes! Yes, 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 yes. Wo ist der? Hä? Kann man den jetzt nur mit dem orbitalen Dingsbums erreichen, vielleicht? Oder bin ich nur blind? Ah, ich soll die Nachrichten halt mal genauer lesen. Okay, sobald jemand weg ist, schicke ich ihn hier zum
Ja, hier kann man kontaktieren. Ah, okay, wir brauchen das Funkfeuer. Schade. Schade, schade. Gut, ich glaube, wir sollten die Forschung mal wieder an den Start bringen. Feuerbestattung, Überlebensration, automatische Türen. Hm. Wobei, wieso nicht? Schon wieder. Sad stuff, man. Gott, die Conny sieht schrecklich aus. Kitty sieht dafür cool aus. Hat wenigstens irgendwelche guten Klamotten produziert. Vielleicht sollten wir bei Klamotten mal nicht so sein und... Na, nee. Schlechter als schlecht geht nicht. Groß schlecht? Nö, die installieren wir nirgends. Aber vielleicht doch hier hin. Alle in dem Arbeitsraum hier jetzt. Groß überlegen. Nice. Das ist ein guter Verkaufsgegenstand. So, was macht ihr alle? Mannes, Doc. Auch Blood-Joints, ha? Huh? Hm. Kann man das irgendwie kürzer machen? Nee, nicht wirklich. Okay, das ging so unfassbar schnell. Was gibt's hier? Was haben wir denn von den Schlafsäcken? Vielleicht für Reisen? Meinetwegen. Jetzt machen wir mal den Kleinkram hinten. Und dann machen wir uns das orbitale Funkfeuer, also. Das hier reißen wir ab. Dann bauen wir hier hinten einen Gang rein. Und ich denke, mit ein bisschen Abstand, dass wir die Möglichkeit haben, hier noch 7x7. Gucken wir nochmal bei Diverses. Wie groß ist das? Die Verkaufszone ist deutlich größer. Aber tatsächlich muss ich die nicht so groß haben, weil ich nicht so viel Sachen haben werde. Ich denke, das ist erstmal eine gute Größe. Wie sieht's hier aus mit den abgearbeiteten Aufgaben? Schutzwesten, Kevlar-Helme, wunderbar. Rauchwandgürtel machen wir mal nur ein. Mit einem Kevlar-Helm weniger noch. Das braucht tatsächlich richtig viel Arbeit. Das sind halt alles wichtige Arbeiten. Ich weiß auch nicht, wer das dumme Ding hier aufräumen soll. Oh, wer kriegt fast einen Zusammenbruch? Der Doc, wieso? Was ist mit dir los? Ohne Tisch gegessen, ausgefahren, abscheuliches Schlafzimmer. What? Und weil es dreckig ist halt. Okay, ich glaube, wir müssen mal aufräumen. Also morgen. Nochmal ein Schiff. Ja, wir sind leider noch nicht so weit. Morgen machen wir einen Putztag. Sind schon noch 9 Kalksteinbrocken da, also es wäre genug für die Werkbank. Okay. Dann machen wir es halt so. Oh ja, das ist sehr nötig. Da sehe ich gerade, wir müssen hier noch ums Schneeschippen kümmern. Schneeschippen erweitern, jawohl. Das Dach haben wir noch immer gebaut, aber ich denke, wir lassen es auch einfach. Hier noch Böden. Okay. Vielleicht erweitern wir die auch noch bis zu den Verteidigungsanlagen. Wobei hier unten bin ich mir nicht so sicher. Aber hier auf jeden Fall.
So. Habt ihr alle noch was zu tun? Ja, habt ihr. Oh, zum Glück ist es mit den Temperaturen noch gut, aber was ich jetzt hier brauche, ist eine Lüftung. Yep. Wie kalt ist hier? 21 Grad. Ich würde gerne hier die Wände fertig machen. Ja, tatsächlich können wir das hier auch noch abbauen. Oh, wo kommt denn die Milch her? Von der Geiß. Irre. So, weil wieder gehämmert wird, glaube ich, ist jetzt alles aufgeräumt, oder? Ja. Dann können wir wieder Putztag aussetzen. Hoffentlich verbessert es die Stimmung. Und weiter. Passive brauchen wir alles nicht. Bestattung, Löschschaum, Röhrenfernseher, Entwässerung, ja, das könnte uns da unten was bringen. Multianalysator. Bringt ganz viel neues Zeug, das uns das ermöglicht. Ich mache erstmal die Entwässerung. Soweit, so gut. Siedlung Funst 1a. Nur mehr Kolonisten, ne? Wenn wir jetzt 7 oder 8 hätten, dann hätten wir eine Manpower und eine Möglichkeit, Sachen zu erschaffen. Okay. Strukturen. Autotür, da ist sie. Aus Stahl, bitte. Ah, die brauchen Strom, ist okay. Wie geht's den Stromvorräten? Schlecht. Jetzt müssen wir demnächst was bauen. Dann hier bei Diverses. Hier ist das orbitale Funkfeuer. Ich baue das mal ganz mittig. Hier. Das nachher umsetzen. Nee, kann man nicht. Dann baue ich es mal so hin, sodass die Option bestehen bleibt, dass wir den Raum vergrößern. Dann haben wir jetzt schon Fuel. Nee, und auch kein Stahl mehr mal wieder. Das ist Plastahl. Okay, auch nicht hier. Ist es vielleicht hier oben drin? Ja, wir haben Fuel, okay. Weil dann setze ich die zwei, glaube ich, mal aus. Noch Fuel-Generatoren draus, wenn wir schon so weit sind. Oder zumindest mal einen. Windgenerator läuft gut, aber mehr Platz möchte ich eigentlich nicht verschwenden. Weitere Solargenerator, möglicherweise mit so viel Batterien. Ich meine, wir haben genug Bauteile, es mangelt uns nur an Stahl. Ich kann problemlos hier noch einen hinsetzen. Dann machen wir das mal. Wieso... Ist da jetzt Erde? What? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist das kaputt gegangen, oder? Hier ist fruchtbare Erde. Naja, whatever. Gut. Ich denke, da machen wir mal einen Schnitt. Ist der richtige Moment. Und es wird jetzt leider erst in der nächsten Folge was mit unserer Handelsstation. Aber gut, war klar. Hier zieht sich alles ein bisschen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, bitte drückt auf den Gefällt mir Knopf. Wenn nicht, auf den Gefällt mir nicht Knopf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt mir halt. Macht's gut und ciao.